in Bad Nauheim, ehemaliger Club von dir. Ist es für dich was Besonderes, wenn du da bei ehemaligen Clubs spielst oder vor allem in Bad Nauheim, wo du ja einiges mit denen erlebt hast? Ja, also prinzipiell ist immer was Besonderes, bei einem Club zu spielen, für den man aktiv tätig war. In Bad Nauheim gerade ist was sehr Besonderes für mich. Ich habe da 3 Jahre gespielt, eine tolle Zeit gehabt. Es ist ein toller Verein, tolle Leute da, ich habe viele Freunde noch da und deswegen freue ich mich sehr auf das Spiel. Wir freuen uns natürlich auch auf das Spiel, wollen aber wenn möglich natürlich auch deinen alten Club ein bisschen ärgern und Punkte mitnehmen, weil wir sie dringend brauchen. Wie siehst du da unsere Chancen? Ja, also unsere Chancen sind gut. Wir haben jetzt 2-mal daheim gegen Nauheim gewonnen, 1-mal in Nauheim knapp verloren, da war ich nicht dabei, da war ich verletzt. Muss aber auch eine enge Kiste gewesen sein und natürlich wollen wir da hinfahren und was Zählbares mitnehmen, ganz klar. Ja, wir sind jetzt ja weiter im Kampf um Platz 10 dabei. Ich denke, das ist auch von der Mannschaft das klare Ziel, diesen 10. Platz zu erreichen. Die Klasse wäre vorzeitig gesichert, alles andere ist ein harter Abnutzungskampf, sage ich mal. Insgesamt mit Weißwasser, Krimmitschau, Freiburg vielleicht auch noch, die ja auch nur, glaube ich, 4 Punkte hinter uns sind. Ich denke, Garmisch ist weg, aber wie siehst du es insgesamt? Wir haben auch 2 Spiele weniger, wie ja, zum Beispiel Krimmitschau. Also, genau, ja, eben. Also ich denke, dass wir alle Chancen noch haben. Wie gesagt, 2 Spiele hinter Krimmitschau sind, glaube ich, 4 Punkte Rückstand auf Krimmitschau. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt halt, alles auf Messerschneide. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass wir jetzt halt auf dem Punkt da sind und Punkte sammeln. Und ich denke, wir haben letztes Wochenende wieder gezeigt, dass wir wieder auf dem Weg zurück sind. Und dem müssen wir jetzt weitergehen und hoffentlich können wir ein paar Punkte sammeln am Wochenende. Okay, ich wünsche viel Erfolg dabei und danke, dass du dir kurz Zeit genommen hast.